hallo Leute, hier auf Unbesiegbar ist definitiv, also, ja, sieht einfach geil aus, oder? Mein absolutes Lieblingsmount. Vor allem, man kann damit ja auch fliegen. Ah, die mechanischen Spinnen machen heutzutage wieder hier rum, oder was? Tja, diesmal haben wir hier fröhlichen Sonnenschein und schauen mal, was Mechagon uns diesmal wieder so bescheren will, was es so im Petto hat. Grisselzischzang, seit wann steht er denn hier? Aber wir haben noch anderen Besuch. Schreckenskapitänin Demesa, Geisel der südlichen Meere. Und die hat hier auch irgendwie so einen riesigen Papagei dabei. Ja. Hallo. Ah, das Piratenleben ist nicht einfach. So viele Familienschätze, so viele Verstecke. Kann ich ein Pirat sein? Eigentlich bin ich doch ein Gnom, oder? Ich bin doch ein gnomischer Infanterist. Auf keinen Fall. Okay, lol. Mögen eure Reisen sicher sein. Also, dann schauen wir doch mal nach. Piraten, Seeungeheuer, Roboter. Ich habe ihn endlich gefunden. Das ist die letzte Ruhestätte meines Vaters, nachdem seine Mannschaft gemeutert und ihn hier zum Sterben zurückgelassen hat. Ich habe die Insel ausgespäht und 3 Kisten gefunden, die Erinnerungsstücke meines Vaters enthalten. Tut es bitte für mich und meine Familie. Holt mir das Schwert, die Kleidung und die Knochen meines Vaters aus den 3 markierten Kisten zurück. Aha, von Demesas Vater. Schönen Tag auch. Ich wusste nicht, dass ihr einen Vater habt oder eine Familie. Erster Mart Thompson? Okay. Ruhe, sonst entpiratisiere ich euch. Ah, da können wir durch die Gegend fliegen, oder was? Ah ja, okay, Westgicht? Wo fliegen wir denn da hin? Leute, vielleicht sollten wir das einfach so... Wir machen das einfach, ich habe ja keine Ahnung, wo wir da hinkommen. Dann kommen wir dann gleich wieder zurück. Also bei der letzten Folge Mechagon, da war es ja auch noch nachts, ja. Da ist mir dann, das war irgendwie so komisch für mich, weil ich mich selbst nur auf dem linken Ohr gehört habe. Da hat sich irgendwas umgestellt, ich habe das gar nicht so richtig realisiert, erst später. Das hat mich so irritiert, ja. Ja klar, so wie, man kennt es halt nicht, ja. Man kann sich an alles gewöhnen, ja. Also der Mensch ist ja wirklich ein Gewohnheitstier in so vielerlei Hinsicht, ja. Aber das war auf jeden Fall, dachte ich, was geht denn hier ab, ey? Und ja, habe ich gemerkt, das ist so eine Einstellung. Normalerweise ist es ja auch so, wenn man Kopfhörer trägt, so wie ich es tue, um aufzunehmen, dann hört man sich selbst nicht unbedingt, ja. Aber wenn, man kann das mit so einem Audiogerät machen. Und das ist halt ziemlich cool, weil sich selbst hören ist ja wohl eigentlich der Standard, oder? Diese Kisten kann ich immer noch nicht öffnen hier. Ach doch. Ey, sofortige Untersuchung. Was labert der da? Sofortige Untersuchung des Inhalts erforderlich. Ja. Von mir aus. Oh, ein paar Ersatzteile kann ich immer gebrauchen. Das Schwert des Vaters. Seit wann gibt es denn da vorne eine Quest? Egal, wir treiben uns hier auf der Westgicht rum. Und ich weiß nicht, ob der Ara kann uns dann auch wieder zurückbringen. Mensch, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wo der uns hier. Hat er uns einfach nur abgesetzt. Aber auch so auch überhaupt kein Ding, ja. Zurückzufliegen kann ich mich auch mit meiner persönlichen Flugpfeife. Ah ja, ein Verlassener? Hallo! Hallo! Die Familienjuwelen. Diese verflixten Piraten haben meine Juwelen gestohlen. Ich meine, die Juwelen meiner Schwester. Oder waren es die meiner Mutter? Genau, so war es. Der Punkt ist, sie haben sie gestohlen und jetzt ist alles da draußen verstreut im Matsch und in den Schatztruhen. Vielleicht auch bei ein paar Robotern und Murlocs. Meine Mutter ist nicht gierig. Sie will doch nur ein paar Halsketten aus Gold und eine Menge Diamanten. Ich bezahle euch auch. Ah ja, 50 Gold. Tja, so ist das Champion-Leben, ja. Das erinnert mich ja. Da hinten ist ja auch noch eine Quest. Das erinnert mich mal auf Netflix. Soll ja, ich weiß nicht genau, wann es rauskommt. Da wurde schon lange angekündigt. Familienschmuck? Das sammle ich jetzt hier alles ein, oder was? Das ist hier eine ganz schöne Knochenarbeit. 75. Hat er uns so eine Wertangabe gegeben hier? Sobald wir 75. Weiß nicht, Gold. Wertvolle Sachen haben. Liefern es bei ihm ab und kriegen 50 Gold. Und so macht es wahrscheinlich den ganzen Tag hier. Ja.
Ja, auf Netflix soll ja diese Serie rauskommen, The Witcher. Ja, ich meine, wer es nicht kennt, also Witcher 3 ist ja ist ja Spiel des Jahres geworden vor ein paar Jahren. Und die Witcher-Serie, die hat ja eigentlich angefangen mit einer Buchreihe, wurde auch verfilmt von einem Film und einer Serie auf Tschechisch, glaube ich, oder Polnisch. Ja, das ist ja auch da, wo auch der Buchautor herstammt und er so erfolgreich geworden ist mit Kurzgeschichten, die sich immer mehr gesteigert haben, ja. Und da der Witcher Geralt, ohne es irgendwie spoilern zu wollen, ist eigentlich ein Hexenjäger, ja. Also er jagt nicht nur Hexen, sondern so ziemlich alle übernatürlichen Wesen, die Menschen was Böses tun, ja. Weil manchmal sind es ja eher die Menschen, die angefangen haben, ja. Also jedenfalls in der Welt von Geralt von Rivia sind Menschen manchmal die Größeren. Jetzt habe ich hier wieder so eine mechanisierte Vorratskistenschlüssel. Naja, wenn ich mal eine finde. Warum gibt's denn hier auch noch? Hier gibt's einen Störtebrecher. Spezialist für seltene Münzen. Yo. Ich habe viele Geschichten über tote Väter, Mütter und Familienschätze gehört. Ran ans Gold. Ja, es sind alles Märchen. Wir sind alle hier, um jegliches Piratengold abzugreifen, bevor diese Mecker-Idioten es in die Finger bekommen. Wenn es hier irgendwo Gold gibt, dann sicher in dieser fetten Truhe, die von den Murlocs bewacht wird. Tötet ihren Anführer, leert die Truhe und wir machen halbe-halbe. Der Plan ist schließlich von mir. Schönen Tag auch. Ja, halbe-halbe, ich volles Risiko und ja. Ah ja, da hinten gibt's anscheinend ordentliches Zeug, was er haben will, oder was? Ein Murloc-Schatz. Das ist ja schon sägig, Murloc. Oh, dafür müssen wir aber erstmal den Häuptling finden. Aber wir können auch erstmal die Knochen des Vaters finden, ja. Also jedenfalls, bei der Welt von Geralt von Rivia ist es so, er ist Hexenjäger und die Menschen verachten aber diejenigen, ja. Und, oh, da ist der Häuptling. Oh, gerade so. Ah, ja. Habe ich jetzt einen Schlüssel bekommen? Kann ich das öffnen? Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, dann wird er bezahlt, um irgendwelche Bedrohungen auszumerzen. Ja, aber er wird erstens fast gar nicht bezahlt. Ist ständig, teilweise ständig auf der Suche nach dem nächsten Mahlzeit. Ja, obwohl er wirklich gefährliche und Arbeit macht, die nicht unbedingt viele machen können, außer halt die Hexenjäger. So, hier haben wir den Murloc-Schatz. Haben wir eigentlich alles, was er wollte, oder? Was ist das für eine hier? Eine Paladinin, Tranai. Und das hat mich eben auch erinnert hier. Wir nehmen alles auf uns. Und was kriegen wir dann? Publike 50 Gold. Obwohl er selber... Naja, da steht ja 75 Familienschmuck gesammelt, aber manche Sachen zählen ja irgendwie mehr. Also es ist eher so eine Wertangabe. Ey, kommt ja gerade einer nach dem anderen, oder was? Naja, Murlocs haben ja auch sich hier an einem Familienschmuck beteiligt, ey. Gucken, was er sagt. Wir machen halbe-halbe. Und was kriege ich nun? Was liegt an? Holt das Gold. Murloc-Schatz. Mit euch kann man arbeiten. Hier ist euer Anteil. 50 Gold und 20 Ersatzteile. Bleibt gut drauf. Naja, wollen wir mal nicht so sein, gell? Wollen wir mal nicht so sein. Ich kann euch jedenfalls, falls ihr das Spiel nicht kennt, kann ich euch das nur wärmstens empfehlen. Also, das ist nicht ohne Grund Spiel des Jahres geworden. Ja, ist natürlich der dritte Teil von PC-Spielen. Ja, obwohl der letzte Teil, den gibt es ja auch. Ach nee, auch der erste Teil. Gibt es, glaube ich, auch auf Konsole, ja. Also, das zeigt ja noch nur die Beliebtheit und den Erfolg, ja. Und ich würde mich ja so freuen, wenn das dann mal ein Witcher 4 gibt, aber. Tja, ja, ich hoffe mal, ja. Das momentane Projekt von CD Projekt Red, das ist noch nicht draußen, aber das ist dieses Cyborg 2077 oder sowas. Wurde auf der letzten Spielemesse, wurde das von Keanu Reeves vorgestellt, ja. Und Keanu Reeves ist auf jeden Fall einer von den sympathischen Hollywood-Schauspielern, muss ich sagen. Und das merkt man auch, wenn er auf die Bühne geht und da jaulen dann alle, ja. Und der spielt dann selber im Spiel auch so ein bisschen mit. Ich weiß nicht wie viel, ja, aber natürlich schon ein großer Schauspieler wie er, der arbeitet ja schon dann nicht unbedingt umsonst. Mann, wo ist denn hier? Ich hab ja erstmal auch noch ein paar
Oh, hier auch einen Schatz hier. Gefechtsprotokoll initiiert. Ah, hier ist ein Weg doch was? Weg doch. Nee. Mehr. Jo, ey, kriegt ja ganz schön viel Schaden. Also ein Dämonjäger kriegt schon Schaden, ja. Nur immer, wenn ich irgendwas besiege, kriege ich ja dann, reiße ich ja in meinem Ziel dann quasi irgendwie so eine Art Seele raus, gell? Wo man sich dann natürlich bei Robotern darüber entstreiten kann, was für eine Seele das sein soll. Tja. Ah, ist das jetzt hier? Mechanisierter... Ah ja, der konnte man das jetzt benutzen. Was habe ich da jetzt eigentlich genau gekriegt? Energie, Ersatzteile 5 und leere Energiezelle. Oh ja. Oh ja. Oh, hier ist nochmal was auf dem Boden. Das gibt uns noch mehrere. 5. Ah, dann fehlen uns nur noch 10 Stück. Cool. Da gibt es auch nochmal was. Eine Halskette. Jetzt fehlen uns nur noch 4. Ah, die Murlocs hier. Die haben ja auch noch was gebunkert. Alles einsammeln. Okay, nee, anscheinend. Boah, ist nicht das, ne? Der freundliche Flugara ist leider weg. Hallo! Ah, steht die Juwelen für meinen Bruder zurück. Ah, für seinen Bruder. Seltener mit zahlreichen Edelsteinen besetzter Goldschmuck. Ah, diese Juwelen für mich. Ja. Hallo! Und der lacht sich jetzt nur so an den Arsch ab, oder was? Okay, Leute, dann lassen wir uns nämlich ganz geschmeidig von der Pfeife des Flugmeisters zurückbringen. Das meinte ich ja, dass wir nicht unbedingt auf diesen Flugara, einen riesengroßen Papagei, angewiesen sind. Und dann geht's auch im Camp weiter. Weil da ist der Grissig Zichtzang, das finde ich cool. So. Das will ich immer noch nicht bei Kida Kurzschluss. Da werde ich nur arm von. Oh, hier ist eine Tasche und das alles andere ist Crap. Piraten, Seeungeheuer und Roboter. Reitara? Naja, gut, man kann es auch Reitara nennen. Kann ich euch helfen? Ah, das Piratenleben ist nicht einfach. So viele Familienschätze, so viele Verstecke. Helft mir, die Überreste meines Vaters zu bergen. Wir haben das Schwert, der wunderbare Goldknauf ist mit Edelstein besetzt, die Kleidung aus goldenem Garn gewebt und ein Vermögen wert. Die Knochen, eine Truhe mit Gold und vielleicht noch einem Knochen? Und vielleicht noch einem Knochen? Ich kann euch nicht genug danken, also werde ich das auch nicht tun. Man sieht sich. Wir sind doch hier wieder verarscht worden, ja? Und wir dürfen doch nicht mal Pirat sein. Hallo. Nö. Ihr wirkt auf mich nicht wie ein Pirat. Ah ja, okay. Seid vorsichtig. Ja, wir sind vorsichtig gewesen. Grissig Zichtzang, ja, das ist ja mal interessant. Und diesmal, Recycler Röms hat ja gar nichts für uns, gell? Habt ihr was auf dem Herzen? Gut schmieren, niemals verlieren. Röms sagte, ihr hättet daran gearbeitet, diese Meckerspinne wieder in Betrieb zu nehmen. Ich werde euch doch nicht den ganzen Spaß überlassen. Dieses rostige alte Ding wird eine Menge Schmierfett brauchen, um sich wieder in Bewegung zu setzen. Also habe ich notdürftig eine ganz spezielle Schmierfettfalle zusammengeschustert, die euch helfen soll, Schmierfett von den Schleimen hier in der Nähe zu sammeln. Macht euch locker! Okay, dann rüsten wir uns hier mal aus mit einer Schmierfettfalle. Die werden wir dann platzieren. Ersatzteile haben auch ein paar gesammelt. Das passt. Was haben wir noch bekommen? Schmierfettfalle? Irgendwie... Ja, die habe ich schon unten schon gemacht. Ja, ich dachte schon, habe ich das nicht runtergezogen hier? Oh, Ingenieurskunstlehrer, Geschwister haben auch wieder was. Bitte spezifiziert eure Anfrage. Energieumleitung. 6 Energiezellen aufladen. Ey, was für eine Quest ist das hier eigentlich? Hä? Brauche ich das? Okay, also liebe Pristi Blitzlader. Ich habe heute keine Lust, ein Versuchsobjekt zu sein. Die Wunder der modernen Technik. Ja. Obwohl, ich könnte es ja theoretisch annehmen, damit es mir... Seht euch meine neue Hardware damit es mir... Sie kann lange drauf warten. Sage ich einfach mal, ausblenden. So, was gibt's denn hier noch? Nee, also jetzt dann zum dritten Mal da dieses blöde Ding da aufladen. Klar, ich krieg eine leere Energiezelle. Aber ich brauche eher was von diesen epischen, ja. Raketenchef, Doppeldecker. Kommandant von Wumm?
Und Rickett ist hier. Ich freue mich über eure Gesellschaft. Ah ja, aber das kennen wir, ja. Yo. Yo. Also, Spielzeuge der Zerstörung. Rickett hat eine Botschaft geschickt, sie sei hier in Meshagon. Also bin ich sofort hierher geeilt, um bei der Erforschung zu helfen. Ich habe die Peons auf der gesamten Insel nach jeglicher Technologie suchen lassen, die sie auftreiben konnten. Mit dem Zeug, das wir hier haben, werden wir ein paar erstaunliche Waffen herstellen, um gegen König Meshagon zu kämpfen. Danach werden wir reich, wenn wir sie verkaufen. Helft mir dabei, die gesammelten Ideen alle in eine perfekte Waffe umzumünzen. Okay, beim Bau einer perfekten Waffe? Bleibt sauber! Okay, fang einfach mal an, oder? Ich guck mal auf die Karte, ob ich sonst noch irgendwas hier hab. Nö. Hey, wie geht's euch so? Also, ich habe 38 hochmotivierte Schlüssel schwingende Goblins, die nur darauf warten, Waffen zu bauen. Ich bin bereit, es kann losgehen. Schönen Tag auch. Ah, wir haben hier eine Menge schlauer Leute mit vielen Meinungen. Okay. Also, was soll nun da rein? Wir können ja alles Mögliche. Flüchtige Flüssigkeit, schüttet sie hinein. Ja. Das ist die Flüssigkeit? Guter Anfang. Gib mir mehr Gehirnschmalz. Batterien elektrifizieren wir das Zeug. Ja, davon brauchen wir noch mehr. Okay, bisher ging es ja eigentlich. Wir bauen jetzt die perfekte Waffe. Sie braucht mehr flüchtige Flüssigkeit. Gut, schmeiß rein. Da wird überall etwas heraussickern. Naja, okay, und der eine Haut knallt einfach nur so drauf. Zahnräder und Federn. Wir können sie mechanisieren. Knall einfach alles drauf, die Hämmern drauf und wir bauen die perfekte Waffe. Okay, sieht schon mal aus wie so ein kleiner Flammenwerfer. Sprengladung in rauen Mengen. Also schön, mehr davon. So, jetzt haben wir von allem, oder? Mehr Zahnräder und Federn? Okay. Mit all den Zahnrädern wird das blockieren. Sollen wir dann wieder flüchtige Flüssigkeit benutzen oder was? Um das einzuschmieren. Okay. Jetzt machen wir noch mehr Zahnräder. Also langsam wird's, oder? Da sieht man mal, was passiert, wenn wir als Team arbeiten. Wir haben ein neues Spielzeug, das wir einen König Meshagon Schlägern ausprobieren können. Ah ja. Bist jetzt ausgerüstet? Zeit ist Geld. Also so etwas Schönes muss einem guten Zweck zugeführt werden. Kampf erprobt. Wenn ihr eure Waffe verliert, könnt ihr einfach hierher zurückkommen und euch Ersatz von mir geben lassen. Eine Waffe wie diese könnte im Kampf gegen König Meshagons Truppen wirklich die Wende bringen. Schauen wir mal, wie sich ihre Ausrüstung gegen unser neues Spielzeug schlägt. Schaltet König Meshagons Wachposten aus, wo immer ihr auf sie stoßt. Bleibt sauber! Instabile Wumme. Ein Sperrfeuer aus Energieexplosionen in einem engen, kegelförmigen Bereich. Ah, ich könnte das für euch reparieren. Ja, okay, Leute, dann nehmen wir das doch einfach mit. Oh, guck mal, schließt aktivierten Meshagon ab, haben wir ja fast. Wir müssen eigentlich nur... Naja, ich bin ja auch ein bisschen knapp bei Ersatzteilen, ehrlich gesagt. Ja, also deswegen kann ich... Ich habe jetzt noch zwei Gravitationsrucksäcke und es sieht gar nicht danach aus, dass ich die jetzt unbedingt brauche. Also lassen wir das. Wir gehen jetzt... Ah, zum Schrottwart-Depot, glaube ich. Ah, passt schon. Ja. Nee, ich wollte jetzt gerade überlegen, ob ich diesen Energie 100 einfach mal ausrüsten soll, aber... Nicht wirklich, weil das Ding, das tönt ja dann noch mehr. Das läuft ja die ganze Zeit, gell? Brauche ich nicht. Ah, Bondos Hof könnte vielleicht wieder was haben. Schauen wir doch mal. Bevor wir das, unsere Schmierfettfalle da... Ah, ich werde meine in Teufelsmensgrün lackieren. Sieht nicht danach aus. Obwohl, doch hinten. Ah, da könnte ich jetzt wieder so umwandeln, aber... Brauchen wir nicht unbedingt... Ja, ich reite immer noch auf dem toten Pony. Das ist ein untotes Pony. Ja, von der Seite und von vorne sieht unbesiegbar. Ziemlich cool aus. Auch von hinten, ne? Weiß ich, das sieht schon ein bisschen eher... Sieht teilweise komisch aus, oder? Hier ist doch irgendwo so eine Truhe. Weil diese Truhen, die können wir dieses epische... Kettenzündungs- oder Entzündungsspulen. Und das ist das, was ich ja echt noch brauche für meine
Zapfanlage. Aber die kriege ich halt des Öfteren von Rare Spawns. Ja. Deswegen will ich so eine Energie-100-Quest gar nicht unbedingt machen hier. Weil das kann man auch nicht überall machen. Das ist ja das Ding. Oh, hier gibt es irgendwie noch was. Schon wieder ein Regen. Das ist ganz schön verregnet zurzeit. Lol. Nee. Also, wir sollen... Kann ich schon wieder nicht. Also irgendwas wird geändert. Ich kann, wenn ich im Kampf bin, kann ich meinen Questblock nicht mal öffnen. Finde ich schade. Oder gegen so schnöde Bots. Gegen so schnöde Bots brauche ich das nicht unbedingt. Also. Ja. Dann können wir eigentlich diese Wumme benutzen. Kampf erprobt. Theoretisch können wir die auch hier benutzen. Cool. Kann ich die so wegballern. Komm. Wow, das ist doch ein geiles Teil. Zählt es hier nicht als Mechagon-Wache? Oder vielleicht ein korrodierter Maschinist? Ey, das ist doch ein geiles Gerät. Zählt das auch nicht als Wache? Ja, doch. Zwei davon haben als Wachen gezählt. Möb, ey. Hier, die da oder was? Zähflüssiges Öl. Ja, okay. Man soll auf die Hinweise der auf der Karte achten, ja? Schnauze voll hier. Kommt mal her, ihr Ölis. Boah, fuck. Noch die Schmierfettfalle aufbauen, bevor ich sterbe. Komm, ich schubse die alle weg. Oh Mann, irgendwie die Waffe geil. Wenn man die so wegschubse, ey. Das wirst du bei Resident Evil geben. Tust du die Zombies einfach immer wegschubsen, ne? Nochmal. So, jetzt krieg ich aber mein Öl von denen, oder? Darf man ja nicht vergessen, ey. Es gibt ja immer so spezielle Gebiete. Da muss man halt hingehen, ja. Das ist ein Rückgewinnungsturm. Der ist wieder aufgebaut, gell? Ja. Schade, ey. Und gibt's hier auch Schleimelementar? Das ist auch ein Schleim hier, oder? Ne, irgendwie nicht. Ist gar nicht so schleimig. Komm her, du. Oh, hier gibt's ganz viele Schleimis. Wir ziehen jetzt mal ein paar zusammen. Kommt mal her zu mir, ich hab eine Falle. So, Falle vergessen nicht aufzubauen. Scheiße. Hat funktioniert. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob unsere Schmierfettfalle aktiv war. Als wir diesen Schleimelementar gemacht haben, ja. Weil das Ding sammelt das ja auch direkt ein, ja. Was haben wir? Ja, ich meine, wir haben ja schon 10. Wir haben ja schon 10. Schleimis! Mann, ich brauche noch einen. So, da haben wir natürlich nichts bekommen. Ich habe immer noch Abklingzeit auf die Schmierfettfalle. So, jetzt. Okidoki. Jetzt müssen wir noch kampferprobte Mechagon-Waffen platt machen. Könnten wir eigentlich jetzt wieder da zurückgehen? Oder halt ganz woanders. Da hinten mal in dieses Gebiet. Mechagon-Wachen. Da gibt es, glaube ich, auch jede Menge. Wo gibt es jetzt hier noch ein paar schöne Mechagon-Wachen? Alter, was mich halt bei dieser... Wie heißt nochmal? Da hinten ist eine Kiste, ey.
Bei diesen Energie 100 6 Energiezellen aufladen, ist ja schön und gut. Dafür müssen wir ja 12 Bots klatschen, ja. Aber die können wir auch nur in diesem Gebiet machen, ja. Ja. Die können wir nur in diesem Gebiet machen, das finde ich schon mal öde. Wo sind das andere? Kampf erprobt, ja. Nehmen wir diese Kiste mit, weil hier kann ich auch diese... Wir kämpfen für jene in Mechagon, für die es noch Rettung gibt. Ja, und wir kämpfen... Und wir trauern um jene, die verloren sind. Wir kämpfen auf jeden Fall. Wir suchen nur Mechagon-Wachen. Ja, was mich da stört ist, wir brauchen ja 12 Bots, ja. Aber ich kann die ja... Kann ja nicht irgendwie so 2, 3 auf einmal töten und so. Weil das Ding immer nur einzeln... Gefechtsprotokoll initiiert. Ey, du bist auch nur alleine. Ja, da hinten ist noch eine... Das zählt es als Sägeblattruder, zählt nicht, gell? Egal, ich habe vielleicht Ersatzteile für mich. Und jetzt, bang! Ah, sollen wir es nochmal verwandeln? Dann gucken wir, was wir heute werden. Wir können ja auch mal was Cooles werden aus der Nachtfestung. So. Alle schön hinten anstellen. Endet. Für Keltalas, für den Sonnenbrunnen. Okay. Schön. Schätzchen, du weißt nicht, was dich erwartet. Uiuiuiui. Soll das einladend sein oder abschreckend? Naja, ich glaube eher abschreckend, oder? Ist nur eine Wache hier, ey. Was haben die für einen Job? Es ist so, wenn vier Leute ein Loch graben, aber einer tut nur was machen, die anderen gucken zu. Mensch, Meier. Es gibt keine zweite Chance. Ich weiß gar nicht, wer wir hier gerade sind, aber... Vom Sonnenbrunnen oder was? Oder wie heißt dieses Dungeon da? Der Raid. Wachposten. Sägeblattroder, ey. Sag mal, wo sind diese Wachposten, wenn man sie einmal will? Ah, da hinten ist einer. Da ist einer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boah, sind das alles Wachposten? Da unten sind 3 Wachposten, Leute. Oder werde zerstört. Jetzt müssen wir es nur überleben. Ah, pass auf. Kommt her. Was ist los hier? Fall um, du. Boah, wie viel habe ich jetzt auf einen Schlag bekommen? Wir haben alle. Da vorne ist wieder der Köder der 100 Klafter. Das heißt, wir können uns jetzt hier abholen lassen. Ich nehme die dämonischen Kräfte meiner Opfer in mich auf. Wusstet ihr, dass ich einmal eine ganze Armee von Sukubi getötet habe? Lol? Ich trage nur schwarz. Und manchmal ganz, ganz dunkles Grau. Ich mag euch. Ihr erinnert mich an diesen Schreckenslord, mit dem ich einmal ausgegangen bin. Bedauerlicherweise mochte meine Klinge ihn mehr. Die Illidari werden siegen. Wie Illidari? Wer ist denn das? Gehört zu den Illidari, aber diese Schulterenteile, die er hat, die sind ziemlich cool. Das sind eigentlich so, gehören eigentlich zum Priesterset, genauso wie ihre Kapuze, ja. Sieht eigentlich ziemlich priesterhaft aus. Eine Priesterin der Illidari? Illidari sind ja eigentlich fast alles Dämonenjäger. Hey, der Trock hat meinen Eimer blaue Farbe gestohlen, ja, ja. Lasst ihr gern mal das Teufelchen raus? Tja. Wie geht's, wie steht's? Oh ja, das war eine wirklich schwierige Angelegenheit. Zum Glück musste ich das nicht machen. Alles klar, bis später. Danke, Donnerzorn. Dieses Schmierfett wird sich als nützlich erweisen. Ah, das ist für das Spinnenreittier von Röms, nicht für euer Haar. Okay, wird es jetzt eingeschmiert? Mein Haar ist von Natur aus glatt und glänzend. Oder vielleicht einfach nicht zu lang, nicht gewaschen? Ja, keine Ahnung, ey.
Das macht dich nicht. Ich meine, wenn ich den jetzt hier ausrüste, den Energie 100, kann ich die... Ich kann die nur hier in diesem Gebiet machen. Ja. Hättest du nicht mit dem Schrottwart-Depot oder mit dem da unten, na gut, da ist ja eh nicht viel, könnte ich nicht kombinieren, ey. Öde ist das. Öde. Oh, wieder weg damit. Ja, Kettenentzündungsspulen. Hab ich leider nicht. Also, die perfekte Waffe ist erprobt und, also, meiner Meinung nach, muss ich ganz ehrlich sagen, funktioniert sie, ja. Was liegt an? Ah, sowas sehe ich gerne. Und wir kriegen eine Energiezelle sogar. Schönen Tag auch. Ja, cool. Instabile Wumme. Okay, Leute, ihr habt noch ein paar mechanisierten Truhen Ausschau gehalten, hab auch ein paar gefunden. Aber ich denke mal, das war's dann für heute von hier aus von Mechagon. Macht's gut.